Endlich. Grüß Gott, habe die Ehre und willkommen zurück hier auf Dave's Movieplays. Schön, dass ihr es heute wieder eingeschaltet habt. Ja, ihr habt es wahrscheinlich schon richtig gelesen. Ich habe Quarantäne. Ich bin in Quarantäne, weil ich habe das Coronavirus. Ja, wer hätte es gedacht, dass es mich irgendwann einmal erwischt. Ich hoffe ja wirklich nur, dass ich keinen bleibenden Schaden davon trage, dass ich mich irgendwie komisch anhöre oder so. Das wäre, bei Gott wäre das nichts Gutes. Okay. So, ich würde sagen, wir schneiden das Ganze jetzt mal auf. Das ist vom 24. Januar. Ja, also es ist schon eine ganze Weile her. Da hatte sich nur ein Titel verschoben und schon hat man damit noch zu warten. So, das Ganze wird jetzt ein bisschen anstrengend. Also man hört, ich kann es noch, wenn ich möchte. Aber ja, das Bayerische. Ach, das ist was Schönes. Ich muss sagen, ich bin in Bayern aufgewachsen, im bayerischen Dorf. Und man vermisst es manchmal doch ein bisschen. So, nichtsdestotrotz. Und ja, kleine Ankündigung noch, während ich das Paket hier aufschneide. Ich befinde mich in Quarantäne, schon seit letzter Woche. Ich muss überlegen, Donnerstag, Freitag? Nee, Donnerstag, glaube ich. Ja, also, klar noch eine Ankündigung für die Woche, da ich jetzt so sehr viel Zeit habe. Es ist nicht schlecht hier, muss ich sagen. Kommen diese Woche auch ein paar Videos mehr. Also ich werde und kann meine zweitägige Pause immer so, ich kann das nicht ganz einhalten, weil ich habe so viel, was ich machen muss und möchte. Wenn ich das jetzt mit meiner zweitägigen Pause einhalte, das sitzen wir bis Juni noch hier. Und das kann ich nicht, möchte ich nicht. Also es wird auf jeden Fall einiges kommen diese Woche, während ich das hier aufmache. Und da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein, dürft ihr euch freuen. Und haltet am Sonntag, so gegen Nachmittag, Abend, den Kanal mal ein bisschen im Auge. Ja? Allzu viel möchte ich auch noch nicht verraten. So, also wie gesagt, ich habe Ende Januar bei DTM bestellt. Viele Vorbestellungen, die im Februar kommen sollten, sind natürlich auch erschienen. Nur ein Titel hat sich hier verschoben und deswegen hat sich das ganze Paket hier verschoben. Ja, das ist das, was ich sagte mit meinem neuen Vorbestellerkonzept. Da kann man sich ganz schön in die Nesseln setzen. So, das hatte natürlich zur Folge, dass ich hier ein bisschen warten musste. Und ja, natürlich ist auch schon die andere große DTM-Bestellung schon lange getätigt. Wenn die sich hoffentlich nicht verschiebt, dürfte die so Anfang Mai, Ende April eintrudeln. So, also ihr seht schon mal wieder wunderbar verpackt. Die Zeitungen, diesmal haben sie mir keine MRAs als Polstermaterial mit reingelegt. Ja, also was habe ich mir bestellt? Viele neue Erscheinungen und Klassiker und ich sehe schon, das Mediabook. Naja, nee, es hat eine Stauchung, eine sehr gravierende Stauchung. Das ist nicht so schön. Ah, warum legt man denn auch das Mediabook als letztes hier rein? Das macht man doch so ein bisschen in die Mitte. Naja, könnt ihr das sehen? Wo ist der Fokus? Der gottverdammte Fokus. Ich muss ihn mal umstellen. Da ist er. Da seht ihr schon, da ist oben die Ecke gestaucht und auch so ein bisschen aufgeplatzt. Das ist nicht so schön. Kommen wir mal auf den Film zu sprechen. Possessor, der neue Streifen vom Sohn von David Cronenberg. Ja, Club Brandon hieß er, genau. Ein Film von Brandon Cronenberg. Der hat bis jetzt noch nicht viele Werke gedreht, herausgebracht. Oh, Sean Bean macht mit. Wird er diesen Film überleben? Ich weiß es nicht. Also, jetzt komme ich auch endlich mal in den Genuss, mir den anzuschauen. Gab ja auch etliche VÖs dazu, aber ich wollte das Mediabook mit dem originalen Postermotiv. Von, da war doch Turbine, ne? Turbine und MGM, genau. Sehr schön. Da kann ich dann auch endlich mal was dazu sagen. So, dann, oh ja, Scannabo Case. Wunderbar. Die Monster Die, das Grauen von Schloss Whitley, diese Lovecraft-Horror-Verfilmung der Kurzgeschichte Die Farbe aus dem All, die man hier, ich glaube, in den 60ern, 64, genau, umgesetzt hat. From the Color of Outer Space by H.P. Lovecraft, gedreht von
Hatte ich doch noch hier, wo ist er denn, der Regisseur? Hatte ich doch mir erst noch gestern dazu was durchgelesen. 20 Minuten später. Genau, Regie Daniel Haller. Oh, jetzt habe ich vergessen, mir zu merken, was er noch alles gedreht hat. Ich habe es recherchiert. Es waren auf jeden Fall einige Werke. Ich glaube, war das nicht der? Na, ich komme jetzt nicht drauf. Das ist jetzt ärgerlich. Habe ich mich so darauf vorbereitet und jetzt im Rahmen der Aufnahme vergesse ich das wieder. Das ist immer das, was ich meine. Ich kann mir so viel Wissen aneignen und machen und auch sobald hier die kleine Aufnahme läuft, dann. Und dann läuft bei mir nichts mehr. Hör auf! Das ist nicht gut. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich nicht so gut bin, für was ich immer gehalten werde. So, und warum ich jetzt gerade so krampfhaft versuche, euch die Disc auszupacken, ist, weil das ein schönes Alternativcover hat, was mich doch auch neben dem Fakt, dass es natürlich eine Lovecraft-Verfilmung ist, sehr zum Kauf verleitet hat. Ah, und das ist es, was ich an diesen dickeren Hüllen nicht so mag. Weil da bleibt extrem die Folie immer haften. Hier seht ihr das? Ja, es passiert komischerweise nur bei den dickeren Blu-ray-Hüllen oder Scanavo-Cases. Ne? Da hast du immer noch diese Überreste von der Folie, die da kleben bleiben. Das nervt mich manchmal. Genau, und hier dieses richtig geile Alternativ-Cover. Das ist so hübsch. Boris Karloff macht natürlich mit. Die Monster Die. Richtig cool. In Color Scope. Sitzt das alles schön hier? Wunderbar. Sehr, sehr schön. Ah, oh, das ist wieder hier. Das ist wieder Classic Motif at its best. Hübsch. Und auf den Film bin ich natürlich auch gespannt. Oh, habe ich noch nicht gesehen. Jo, jetzt kann ich dich endlich mal angucken. Wunderbar. Halloween Kills, jawohl, im Steelbook. Das ist ja diese, ja, 18er Fassung, nur die Extended. Genau, enthält zwei Filmversionen. Kino und Extended. Da bin ich gespannt, da bin ich gespannt. Den 2018er muss ich mir jetzt nicht nochmal extra angucken. Der ist solide bis gut, den habe ich immer noch im Gedächtnis. Geht ja auch nahtlos weiter. Genau. Schön, ja, im Steelbook, weil kein Mediabook davon veröffentlicht wurde, noch nicht. Ich denke mal, das kommt, dürfte noch eins kommen. Und ich habe ja das ganze Franchise im Mediabook, von daher, na gut, muss ich mir den Film erstmal angucken, ob ich dann schaue, möchte ich das nochmal investieren? Warum, ja, hier so ein Scheißfilm in Mediabooks rauszuhauen? So, dann haben wir ja den Nachtportier. Das ist auch neu herausgebracht. Weltkino und Lucy. Okay. Oh, von Leonine. Ja, aber Wicked Vision hat doch da auch nochmal ordentlich veröffentlicht. Ja. Dieses, ja, Drama auf jeden Fall von, hier muss ich doch irgendwo stehen. Liliane Cavani, genau. Wunderbar. Auf den bin ich auch mal gespannt. Das ist ja doch ein wichtiger Beitrag. Ihr merkt, ich habe keine Ahnung. Ja, dann wunderbar. Wunderbar. Oh, wunderbar. Ja, Moby Dick. Wunderbar. Ich hatte es mir schon fast gedacht, dass Cape Light den doch, Gott sei Dank, in der Einzelauskopplung auflegt, auf Blu-ray. Sie haben ja hier wirklich wunderschön nochmal neu aufgelegt, gemastert, beziehungsweise überhaupt aufgelegt auf Blu-ray. Genau. Ja, in diesem schönen Mediabook, aber ja. Dieses alte DVD-Cover wieder für die Blu-ray verwendet, hätte mir dann doch das Motiv vom Mediabook gewünscht. Hätte mir besser gefallen. Und ich glaube auch nicht, dass man das hier für das Alternativ-Wende-Cover verwendet hat. Das wäre nämlich schön gewesen, weil Mediabook wollte ich echt. Der Film wäre es natürlich wär's der wert, aber doch, geh doch jetzt einfach mal auf, Mensch! Kann nicht so schwer sein. Das ist furchtbar. Ja, ich hasse das, wenn ich mich so auf einen Dreh vorbereite und dann funktioniert nichts. Da könnte ich kotzen. Ja. Oh, Disc Design ist sehr schön altmodisch. Dort natürlich ist das ein Repack bzw. ein erweitertes Pack, kann man ja sagen.
Weil ich denke mal, die Mediabooks, die werden ziemlich gut ausverkauft sein. Obwohl, ja, aber die werden trotzdem gut weggegangen sein. Ja, ja, ist recht hübsch, aber ne, okay. Gregory Peck, bin ich mal sehr gespannt. Ja, von John Huston, der ja auch schon die Spur des Falken gedreht hat. Und ist der Vater von Angelica Huston. Huston. Ja, Huston war die Woche angesagt, das könnt ihr wissen. Aber ich muss sagen, ich habe einen recht milden Verlauf. Also ich hatte matt und müde und Gliederschmerzen und so und ein bisschen Husten und hier übste Schleim drinne. Aber ansonsten, ja, und es schmeckt nichts mehr. Das ist sehr schlimm. Hm. Naja, hoffentlich kommt der wieder, der Geschmack. So, ja. Jo, ab in die Ewigkeit habe ich mir noch geholt. Der Kult-Slasher, das ist ein Kult-Slasher. Happy Birthday to Me ist das. Wo man den hier ab in die Ewigkeit genannt hat, weiß ich noch nicht. Und auf jeden Fall bin ich gespannt. Genau, aus dem Jahr 81, hier steht 1980, Birthday Film Company. Okay. Hm. Hat ja auch Wicked, nee, Anolis. Anolis hat den aufgelegt und wunderbar nochmal in der Blu-ray. Wunderbar, weil das Mediabook, ach nee, wollte ich mir jetzt ohne mehr extra hören, obwohl es passt ja rein, ne, Mediabooks im Horrorfilm, aber nee. Ja, ihr kennt mich mittlerweile, ihr wisst meine Art der Sammlung, wie ich meine Filme sammle, die hat sich schon enorm geändert. Mediabook wirklich nur noch, wenn es besonders hübsch ist oder wenn es sein muss. Oder wenn ich den Film halt unbedingt in meiner Sammlung so würdigen möchte. Ansonsten M-Ray vorzugsweise blau. Das hier wird noch ausgetauscht, das ist ja klar. So, und dann kommen wir jetzt zu... Oh, das ist ja sehr schön. Hier ist doch noch eine. Das ist wunderbar. Da kann ich die gleich hier für ab in die Ewigkeit nehmen. Wunderbar. Warum habt ihr denn die nicht oben drauf gelegt? Da hätte vielleicht mein Possessor Mediabook noch überlebt. So, hier haben wir wieder eine Rolle Fissers. Ekelhaft. So, hier haben wir die Rechnung. Die brauchen wir uns nicht angucken. Die hat im Januar gereicht. So, hier haben wir noch ein Stück Pappe. Und hier haben wir den Film, der sich verschoben hat. Und wie ich sehe, haben die auch noch das Cover geändert. Das gefällt mir gar nicht. Weil ich wollte den extra in der Cover-Variante, wie ich sie im Mediabook zwar auch hätte haben wollen, aber der Film, der hat doch recht zweiseitige Kritiken. Ja, die einen vom Filmfestival 2019 war das schon, die haben den sehr gelobt, während der normale Konsument und Zuschauer schon wieder sagt, ah, oh, so ein Scheißfilm. Also es ist schon wieder so. Ja, und zwar geht es hier um Bliss. Trip in die Hölle, genau. Ja, also wie gesagt, das Cover wurde geändert. Wenn das jetzt hier viel nicht sagt, kann ich euch hier dieses Motiv einblenden, was eigentlich meine Wahl war und was auch eigentlich für die Emory angekündigt war. Deswegen finde ich jetzt ein bisschen schade, dass hier nochmal geändert wurde, weil das, mal sehen, um was es hier so geht. Ich glaube, irgendeine Vampirgeschichte oder so. Erinnert etwas an Gaspar Noé und seine Werke. Das kann durchaus sein. Mal sehen. So, und ich glaube auch nicht, dass man uns hier mit einem Wendecover bzw. Alternativcover nochmal milde gestimmt hat, was das Artwork angeht. Ich denke mal, man wird hier einfach es bei dem belassen haben. Wir haben... Naja, das ist schon mal Minuspunkt. Ich wollte unbedingt dieses Motiv. Das hier wollte ich haben. Ist denn das so schwer? Gott verdammt nochmal. Naja, so ist es halt, wie es ist. Am Ende des Tages muss der Film gut sein. Und wie schon erwähnt, das ist ja bei den einen so, bei den anderen so. Ich werde sehen, wie es für mich ist. Gut, und das war's. Das war meine doch recht große und preisintensive Bestellung im Januar. Im Februar habe ich auch eine getätigt. Die kommt jetzt halt, wie schon gesagt, Ende Mai oder so. Das sind dann die Releases für den April. Und ob ich das Konzept beibehalte, muss ich mir auch noch überlegen. Gut. Dann bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, meine Pause diese Woche kann und werde ich nicht so einhalten. Ich werde jetzt hier auch loslegen mit Videos. Und
dann bedanke ich mich schon mal für euer reges Interesse, falls das besteht. Und schaut gerne bei meinen fucking Freaks-Kollegen auf die Kanäle. Ne? Alles in der Infobox. Und dann sage ich tschüss. Bis zum nächsten Video. Reviews kommen, je nachdem, ne, wann ich dazu komme, die Filme zu schauen. Ihr wisst das ja. Ihr kennt mich. Und dann genau, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, sagt euer Dave von Dave's Movie Blaze. Und natürlich alles, was ihr schon gesehen habt, in die Kommentare zu diesen Filmen. Ja? Genau. Ja, oh, Halloween Kills. Cool. Da muss ich erstmal wieder in Halloween-Stimmung kommen. Oh, das ist so ärgerlich. Oh, da wird ein dickes Mediabook. Kommt ja schon der Buchanteil raus. Das sieht aber sehr schlecht verarbeitet aus, sogar schon im OVP. Wir gucken gleich mal rein. So viel Zeit haben wir noch, dass wir hier noch ganz fix reingucken. Oh ja, also extrem ärgerliche Stauung hier oben. Oh. Zeder, und deswegen, das ist auch so ein Grund, warum ich hier M of Emery zurückkehre. Es ist eine Schattenseite des Sammelns. Es ist nicht, es sind einfach Umstände des Lebens. Ja, es ist, es ist getackert, ungeklebt, mit Kleberesten. Also Turbine, da bin ich auch von euch schon Besseres gewohnt. Packaging, das Packaging ist von MGM und Turbine. Gut. Ja, nee, also wie gesagt, von zusammengetackert. Für eine Turbine ist man ja Besseres gewohnt. Aber das ist sehr geil und hübsch gestaltet. Ja, das muss ich schon sagen. Die ganze Konzept der Farben. Schön knallig. Wird ja auch ein bisschen dazu passen. Genau. Ja, nee, im Großen und Ganzen ist es okay. Ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe. Es geht auf jeden Fall. Ah, die haben wir da. Und schon hat man, wenn man sich die VÖ anguckt, schon wieder so ein klein wenig diesen Effekt. Ja, schön, geil, dass er da ist, aber naja. Wie schon gesagt, am Ende des Tages muss der Film gut sein. Und sowas ist dann eine kleine Nebensächlichkeit, die den Sammler oder den Monk dann doch ein bisschen berührt. Macht's gut.